Hallo zusammen, heute möchten wir euch ein Thema vorstellen, das uns so gebannt hat, dass wir uns entschieden haben, ein Video darüber zu machen. Im Mai 2021 haben wir ein Segelschiff übernommen, das 1903 gebaut wurde und damit schon zu den echten Oldtimern auf den Meeren zählt. Als Beispiel ist unser Schiff, die Stahlratte, 38,5 Meter lang und 6,6 Meter breit und hat zwei Masten, was sie schon zu einer recht imposanten Lady macht. Aber wusstet ihr, dass schon im Jahre 1891 Segelschiffe mit über 100 Metern Länge und 5 Masten die Weltmeere durchkreuzten? Gemessen am Jahr 2021 ist das schon 130 Jahre her, als diese Segelschiffe tausende Tonnen Ladung von einem Hafen in den anderen transportierten. Aus Interesse haben wir lange die Schiffslektüren gewälzt und bei Wikipedia nachgeforscht. Und jetzt möchten wir euch die 10 größten Segelschiffe vorstellen, die je gebaut worden sind und ihre Geschichten dazu erzählen. Platz Nummer 10. Die France oder France 1 genannt, fuhr unter französischer Flagge. Ihr Heimathafen war Dünkirchen. Die Bauwerft dieses Schiffes war die D&W Henderson & Son in Glasgow, Schottland. Sie hatte ihren Stapellauf am 2. September 1890 und sank am 10. Mai 1901. Dieses Schiff konnte 6200 Tonnen Ladung aufnehmen. Diese Kapazität wurde allerdings nie ausgeschöpft. Dennoch zählt es mit ihren 133 Metern Länge über alles zu den größten Segelschiffen, die je gebaut wurden. Ihre Breite betrug 14,83 Metern bei einem Tiefgang von 6,5 Metern. 45 Mann Besatzung steuerten die France 1. Mit 5 Masten hatte sie eine Segelfläche von 4550 Quadratmetern und konnte 17 Knoten Fahrt machen, was 31 Stundenkilometern entspricht. Die France 1 war die erste Bark der Welt mit 5 Masten. Sie sollte Salpeter und Kohle zwischen Europa, Brasilien und Chile befördern. Bis zum Bau der Potosi war sie das größte Segelschiff der Welt. Während ihrer Jungfernfahrt nach Valparaiso hatte sie bis zu ca. 5900 Tonnen Kohle an Bord. Im Salpeterhafen Ichiche in Chile gelang es der Mannschaft unter Zuhilfenahme der 4 Dampfladekräne in Rekordzeit 5000 Tonnen Kohle zu entladen, um 5500 Tonnen Salpeter zu laden und damit einen Weltrekord aufzustellen. Am 25. Januar 1897 ankerte sie beladen mit 6000 Tonnen Salpeter nach einer 79-Tage-Reise von Ichichecom vor England. Anstelle des üblichen Ankerlichtes setzte sie ein weiteres am Heck des Schiffes. In der Nacht wurde sie mittschiffs von der Blenheim gerammt, deren Kapitän die France nachts für 2 Fischerboote hielt, die er mittig durchfahren wollte. Er konnte zwar im letzten Moment ein Wendemanöver einleiten, streifte aber die Steuerbordwand des Seglers hart. Das nicht normgerechte Heckankerlicht wurde vom britischen Seeamt als Fehlerquelle angesehen. Die Reederei Borders & Foulds akzeptierte diese Entscheidung nie, musste sich ihr aber beugen. Nach Ansicht mancher Seeleute war die France nach der Reparatur nicht mehr so wie vor dem Unfall. Dennoch machte sie ihre beste Fahrt bei der nächsten Ausreise 1898 von England nach Chile in nur 63 Tagen. Es folgten 3 weitere Reisen nach Südamerika und zurück nach Europa in weniger als 80 Tagen Fahrt je Reise. Am 10. Mai 1901 befand sich die France auf der Reise von England nach Valparaiso. Vor der brasilianischen Küste kam sie in einen heftigen Sturm. Die Kohleladung verrutschte und konnte trotz größter Anstrengungen nicht mehr gerichtet werden. Der Umstand, dass die France ein sehr rankes Schiff war, also eine Neigung zur Kränkung mit verzögerter Wiederaufrichttendenz hatte, führte schließlich dazu, dass sie kenterte. Die gesamte Mannschaft konnte von der Hebe 2, einer Viermastbarke, geborgen werden, die die France treibend vor der brasilianischen Küste fand. Nach der glücklichen Rettung wurde die France noch einmal als Geisterschiff gesichtet, bevor sie endgültig sank. Auffällig bei diesem Schiff waren die an Deck angebrachten 4 Dampfwinden, die beim Be- und Entladen und den Segelarbeiten halfen. Flutbare Doppelbodentanks erhöhten die Sicherheit des Schiffes, indem man die Stabilität mit ihnen regulieren konnte. Ihre 5 Masten waren aus Stahl. Nummer 9. Die Potosi. Sie fuhr unter Flagge des Deutschen Reiches, später unter der Flagge von Chile unter dem Namen Flora. Sie wurde als Frachtsegler gebaut und hatte Hamburg als eingetragenen Heimathafen.
Sie hatte ihren Stapellauf im Jahre 1895 und die Baukosten betrugen damals rund 695.000 Mark. Dieses Schiff hatte eine Länge von 132,89 Metern vorzuweisen, eine Breite von 15,5 Metern mit einem Tiefgang von 7,77 Metern. 40 bis 44 Mann Besatzung steuerten das Schiff. Die Bark hatte 5 Masten und 39 Segel bei einer Segelfläche von 5250 Quadratmetern. Ihre Tragfähigkeit betrug 6500 Tonnen, ein Mast war 64,3 Meter hoch. Die Potosi wurde von der Werft Tecklenburg in Geestemünde gebaut. Die Takelage, mit der sie fuhr, wurde insgesamt nur 6-mal gebaut, unter anderem auch bei der France und der Maria Rickmas. Bevor die Preußen 1902 in Dienst genommen wurde, war sie das weltweit größte Segelschiff. Gemäß dem seit 1875 vorherrschenden Brauch der Reederei Leitz erhielt das Schiff einen mit P beginnenden Namen. Potosi nach einer bolivianischen Bergwerkstatt, damit zählte sie zu den Flying P-Linern. In erster Linie war dieses Schiff für Salpeterfahrten von Chile nach Deutschland hergerichtet. Sie war ein schnelles Schiff, das aber bei voller Beladung und starker Kränkung viel Wasser übernahm. Wie alle Leis-Segler hatte das Schiff keinen Hilfsantrieb und wurde aus Sicherheitsgründen bei Ankunft in Cuxhaven mit Schlepperassistenz flussaufwärts bis zum Hafen Hamburg gebracht. Zu den Flying P-Leitern sei noch zu sagen, dass diese Segelschiffe der Reederei Leis für ihre Sicherheit und Schnelligkeit bekannt waren und diese Namen hochachtungsvoll von Seeleuten verliehen bekamen. Ihre Zuverlässigkeit kam der eines Linienbetriebes nahe. Durchschnittlich gingen damals im Jahr 3% der Segelschiffe verloren. Bei den P-Linern nur 0,9%. Dazu kam, dass kein einziger P-Liner durch eigenes Verschulden verloren ging. Als Erfolgsgeheimnis galt der stets neueste technische Stand, die weit über das Maß gehende stärkere Bauweise und die hervorragende Instandhaltung, besonders bei den Holzschiffen. Die sturmfesten Schiffe suchten seltener Schutz als andere und waren dadurch schneller. Durch ihren guten Ruf fand die Reederei Leitz gute Kapitäne und fachmännische Seeleute. Die Potosi stellte im Jahr 1904 einen Rekord auf, indem sie die Fahrt Chile-England in nur 57 Tagen meisterte. Für die Rückfahrt benötigte sie 59 Tage. Zwischen 1896 und 1914 benötigte die Potosi auf keiner Reise von Chile nach England mehr als 86 Tage. Platz Nummer 8. Die Maria Rickmas fuhr unter der Flagge des Deutschen Reiches. Heimathafen war Bremerhaven in Deutschland. Die Baukosten dieses Frachtschiffes betrugen 926.000 Mark. Sie hatte ihren Stapellauf im Jahre 1891 und wurde am 1. März 1892 in Dienst genommen. Dieses Segelschiff hatte eine Länge von 135 Metern über alles mit einer Breite von 14,63 Metern und einem Tiefgang von 7,2 Metern. 38 Mann Besatzung hielten das Schiff auf Fahrt. Bei 5 Masten hatte die Rickmas 44 Segel bei einer Segelfläche von 5300 Quadratmetern. Ihre Maximalgeschwindigkeit betrug 15 Knoten, was 28 Stundenkilometern entspricht, und eine Tragfähigkeit von 5300 Tonnen. Die Maria Rickmas war die zweite 5-Mast-Bark in der Welthandelsflotte nach der France. Sie war mit einer Dampfmaschine für den Antrieb ausgerüstet, was sie eher als Segeldampfer durchgehen ließ. Dieses Schiff lief aus einer Werft in Schottland vom Stapel und wurde für die Reederei Rickmas Reismühlen gebaut. Sie bekam den Namen Maria Rickmas nach der Ehefrau von Peter Rickmas, der einer der Firmeneigentümer war. Das Schiff hatte 3 Decks und fuhr als einziges 5-Mast-Segelschiff Sky-Segel an Fock-, Groß- und Mittelmast. Auch bei diesem Schiff hätte die Dampfmaschine, der Kohleladeraum und die zusätzliche Besatzung die Rentabilität langfristig reduziert, was bei diesem Schiff nie auffällig wurde, da sie mit ihrer Jungfernfahrt ihre erste und auch letzte Reise antrat. Sie segelte von Bremerhaven nach Barry in Wales und weiter nach Singapur mit einer Ladung Kohle. Dort erkrankte der Kapitän und verstarb wenige Tage später in einem Krankenhaus. Der erste Steuermann übernahm die Schiffsführung. Schon kurz vor der Erkrankung des Kapitäns wurde ein Telegramm der Reederei zugestellt, die ihr Missfallen über die 80 Tage Reise ohne Nutzung der dampfbetriebenen Hilfsmaschinen zum Ausdruck brachte. Es ging weiter nach Saigon, wo eine Ladung von 56.727 Säcken Reis für die Rickmas Reismühlen GmbH aufgenommen wurde. Auf der Heimreise Richtung Bremerhaven ging sie im Indischen Ozean verloren, nachdem sie die Sundastraße passiert hatte. Ihr letztes Signal sendete sie am 24. Juli 1982 nach Enya Point in Indonesien. Allgemein wird berichtet, dass man nie wieder was von der Maria Rickmas hörte und auch keine Wrackteile fand.
was zu einer Reihe Theorien führte, wie Taifune, weiße Böen, Piraten, Kentern und so weiter. Davon abweichend berichtet das Tagebuch des James Thomas Aikman vom Untergang der Maria Rickmars in der Sunda-Straße während eines Taifuns und dass dort anschließend entsprechende Wrackteile gefunden wurden. Das Schiff war das größte Segelschiff seiner Zeit, auch wenn es nur 7 Monate existierte. Das ist die kürzeste Lebensspanne der 7 5-Mast-Ra-Schiffe. Nummer 7. Die Wyoming fuhr unter US-amerikanischer Flagge. Sie war ein 6-Mast-Gaffelschoner aus Bass in Maine und gilt als der größte Holzschoner, der größte 6-Mast-Schoner und das größte Holzschiff, das je gebaut worden ist. Ihre Länge über alles betrug 137,2 Metern, ihre Breite 15,2. Sie hatte einen Tiefgang von 9,3 Metern. Ihre Baukosten betrugen damals 175.000 US-Dollar. Am 21. Dezember 1902 wurde dieses Schiff in Dienst gestellt. 13 bis 14 Mann konnten den Gaffelschoner bedienen. Bei 6 Masten hatten sie 22 Segel bei einer Segelfläche von 3.700 Quadratmetern. Sie konnte 16 Knoten, also 30 Stundenkilometer fahren. Ihre Tragfähigkeit betrug 6.100 Tonnen. Der Rumpf der Wyoming war aus Kiefernholz gebaut und mit Eisen verstärkt. Allein der Klüverbaum, das ist der Holzmast, der vor dem Schiff hervorschaut, maß satte 30 Meter. Das Schiff wurde nach dem Bundesstaat Wyoming benannt, weil der 7. Gouverneur von Wyoming, Bryan B. Brooks, ein Investor des Schiffes war. Nach dem Gouverneur selbst konnte das Schiff nicht mehr benannt werden, da ein 5-Mast-Gaffelschoner bereits seinen Namen trug. Die Wyoming konnte mit der kleinen Besatzung von 13 bis 14 Mann fahren, weil es dampfbetriebene Hilfsaggregate gab. Sie galt als schönes und imposantes Schiff und war trotz ihrer Größe leicht wie eine Yacht zu navigieren. Wie bei allen Holzschonern litt ihr Holzrumpf unter der Belastung von Ladung und Seegang. Das Schiff musste von Anbeginn an dauernd gelenzt werden, das heißt, dass eingedrungenes Wasser über Pumpen hinausgepumpt werden musste. Wegen seiner Größe und der Holzbauweise hat es große Probleme auf hoher See und fuhr daher, wenn immer möglich, in Küstennähe. Die Wyoming lief am 15. Dezember 1902 komplett gerickt in Maine vom Stapel, als letzter der neuen hölzernen 6-Mast-Gaffelschoner Neuenglands. Die Firma Percy & Small war die größte Schonerbauwerft in Neuengland und brachte allein 7 der 10 6-Mast-Gaffelschoner Neuenglands zu Wasser. 6-mastige Schoner waren ein relativ seltener Schiffstyp und brachten beim Ein- und Auslaufen stets Zuschauer in die Häfen. Die Wyoming war mit ihrem 7.718 Bruttoregistertonnen der größte je gebaute Segler. Im Laufe ihrer 14-jährigen Existenz wechselte sie 3-mal ihren Eigner. Am 11. März 1924 sank der große Schoner mit Kohle tief abgeladen auf der Fahrt von Norfolk, Virginia, nach New Brunswick infolge eines Sturms. Alle 13 Seeleute einschließlich dem Captain starben bei ihrem Untergang. Trotz intensiver Suche konnte das Wrack anfangs nicht gefunden werden. Heute geht man davon aus, dass der durch die schwere Ladung tief im Wasser liegende Kiel in der flachen See Grund berührte und brach und infolgedessen das Schiff sank. Ein anderer Percy & Small Schoner, die Cora F. Cressy, lag 2 Tage neben der Wyoming, auch auf besseres Wetter wartend. Der Kapitän dieses Schiffes ließ, als der Sturm stärker wurde, die Anker lichten und suchte mit Sturmbesegelung die offene See. Schiff und Mannschaft überstanden den Sturm. Kurz als Nachtrag, um das BRT, die Bruttoregistertonne, noch zu erklären. Das ist ein veraltetes Raummaß für die Größe von Handelsschiffen. Eine Registertonne entspricht 100 englischen Kubikfuß bzw. 2,83 Kubikmetern. Sie kann nicht in Tonnen umgerechnet werden. Das liegt daran, dass die Bruttoregistertonne ein Raummaß ist und nichts mit dem Gewicht des Schiffes zu tun hat. Platz Nummer 6, die Thomas W. Lawson, war der einzige 7-Mast-Schoner der Welthandelsflotte, dazu das größte je gebaute Segelschiff ohne Hilfsantrieb, der größte je gebaute Schoner und der einzige 7-Master überhaupt. Sie war einer von wenigen Stahlbauten der späten Segelschiffzeit der Vereinigten Staaten. Die Lawson wurde als Frachtsegler gebaut und fuhr unter US-amerikanischer Flagge. Ihre damaligen Baukosten betrugen 248.000 Dollar. Ihr Stapellauf war im Jahre 1902. Die Thomas W. Lawson hatte eine Länge von 140,1 Meter Länge über alles und eine Breite von 15,25 Metern bei einem Tiefgang von 10,71 Metern. Sie hatte 16 bis 18 Mann Besatzung, 7 Masten und 25 Segel bei einer Segelfläche von 4.330 Quadratmetern. Ihre Maximalgeschwindigkeit unter Segeln betrug 16 Knoten, also ca. 30 Stundenkilometer. Sie konnte 7.500 Tonnen Ladung zuladen. Die Lawson lief im selben Jahr wie die Preußen vom Stapel.
Die Thomas V. Lawson sollte für ihren Räder große Kohlenmengen für die Bay State Gas Co. heranschaffen, deren Präsident der Namensgeber des Schiffes war. Wegen der nicht ausnutzbaren Vollbeladung von 11.000 Tonnen wurde sie 1903 nach Abtakeln der Stängen als Schleppkahn mit Notbesegelung für Kistenöl verchartert. Nach dem Umbau als Segeltankschiff 1906 sollte sie auch Transatlantikfahrten übernehmen, scheiterte aber bereits vor Ende ihrer ersten Atlantikreise mit einer Ladung Leichtöl in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember 1907 vor den Scilly-Inseln in einem Sturm. Die bei diesem Unfall entstandene Ölpest gilt als die erste seit der Geschichte der Seefahrt. Dazu sollte erwähnt werden, dass schlechtes Wetter mit erschwerter Sicht und falsche Kursberechnung die Lawson zu nah an die felsigen Küsten der beiden Inseln St. Agnes und St. Mary's brachten, wo sie ankerte, um nicht weiter abdriften zu können. Ein Lotse wurde an Bord genommen, um das Schiff aus seiner misslichen Lage zu manövrieren. Als der Sturm weiter zulegte, versuchte der Lotse vergeblich, den Captain dazu zu bewegen, trotz der wenigen intakten Segel und der total erschöpften Mannschaft den Schoner aus dem Gebiet in sicheres Fahrwasser zu manövrieren, was durchaus eine Option und mögliche Rettung bedeutet hätte. Um die 1 Uhr nachts erreichte der Sturm Stärke 9 und nach brachen beide Ankerketten. Das Schiff war der offenen See ausgeliefert. Der Captain befahl noch, Rettungswesten anzulegen und sich in die Masten zu begeben, als das Schiff gegen die Felsinseln geworfen wurde und mehrmals dagegen rollte, die Masten brechen ließ und 17 der 19 Mann Besatzung das Leben kostete, inklusive des Lotsen. Ein Maschinist und der Captain überlebten das Unglück. Lange wurde diskutiert, ob Captain George W. Doe eine Fehlentscheidung getroffen habe, seine Ankerketten mehr zu vertrauen als seiner Mannschaft und dem Lotsen. Das alles konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Bei weniger Wellengang und günstigerer Tide hätte er die Sturmnacht überstehen können. Heute ist das 17 Meter tief liegende Wrack eine Attraktion für Sporttaucher. Die Thomas William Lawson war einer von nur 3 in den Vereinigten Staaten gebauten Großschonern aus Stahl. 20.000 Menschen waren bei der Schiffstaufe anwesend. Alle bewohnbaren Räume, selbst die der einfachen Seeleute, hatten Dampfheizung. Da der vom Konstrukteur vorgesehene Tiefgang von mehr als 10 Metern die damaligen Wassertiefen der Ostküstenhäfen, ausgenommen Newport News in Virginia, überschritt, musste die ursprünglich vorgesehene Ladekapazität um ca. 1/3 verringert werden. Das bedeutete einen erheblichen Einschnitt in die erhoffte Wirtschaftlichkeit. Nach dem Urteil mancher Seeleute und Marineautoren war die Lawson ein schwer zu navigierendes und wenig schönes Schiff. Es gab Vergleiche mit einer Badewanne und einem gestrandeten Wal. Auf Gemälden versuchte man sie stets schnittiger rüberzubringen, als sie wirklich war. Sie hatte öfter mal Grundberührungen durch ihren Tiefgang und musste dann wieder freigeschleppt werden. Segelmanöver forderten die kleine Mannschaft extrem. Als in seiner Art einziges und dazu noch imposantes Schiff macht es dennoch Geschichte. Platz Nummer 5, die SYA, Sailing Yacht A, die während ihrer Bauphase noch den Namen White Pearl trägt, fährt unter der Flagge der Bermudas. Sie ist eine Segeljacht des russischen Milliardärs und Oligarchen Andrei Melnitschenko. Nach Indienststellung ist die White Pearl mit 143 Meter Länge über alles die größte Segeljacht der Welt. Der Bau des Schiffes soll rund 400 Millionen Euro gekostet haben. Ihr Heimathafen ist Hamilton und ihr Stapellauf war 2014. Sie wurde von der deutschen Werft Nobis Krug gebaut. Die exakte Länge über alles beträgt 142,81 Meter, die Breite 24,88 Meter. Sie hat einen Tiefgang von maximal 8 Metern und eine Besatzung von 54 Mann. Die SYA besitzt 3 Masten mit 3 Segeln bei einer Segelfläche von 3.700 Quadratmetern. Sie hat eine Tragfähigkeit von 1.450 Tonnen. Während eine deutsche Werft das Schiff aufbaute, stammen die Kielkonstruktion und das Rigg aus den Niederlanden. Die Segel kommen aus den USA und das Teakholz wurde von einer Firma aus Valencia geliefert. 1278 Teak-Elemente wurden verbaut. Die gemeinnützige Umweltorganisation EIA konnte anhand von DNA-Analysen nachweisen, dass das Teakholz von illegalen Plantagen in Myanmar stammt. Die durch den WWF informierte Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung musste sich später mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie habe sich schützend vor die Werft gestellt, als diese das illegal geschlagene Holz verarbeitete. Die erste Testfahrt fand am 21. September 2015 statt. Die Höhe der 3 Masten beträgt um die 90 Meter. Damit sind es die bisher größten freistehenden, also unverstärkten Masten, die je aus Carbon gebaut worden sind. Die südenglische Produktionsfirma arbeitete 3 Jahre an ihrer Entwicklung und Herstellung. Das größte Einzelsegel umfasst 1767 Quadratmeter Segelfläche. Alle Segel werden vollautomatisch gesetzt.
Aufgrund der hohen Masten kann die SYA die Ostsee nur durch den Drogden, einen 8 Meter tiefen Sund zwischen Amager und Saltholm im Oresund, verlassen. Die Yacht hat insgesamt 8 Decks. Der Kiel ist am unteren Ende aus gebogenem Glas geformt, sodass man die Unterwasserwelt beobachten kann. Neben verschiedenen Beibooten hat die SYA auch ein eigenes U-Boot. Der Stahlrumpf ist mit einer speziellen Kunststoffschicht überzogen. Neben den Segeln verfügt die SYA über 2 Dieselaggregate mit je 3600 kW und 2 Elektromotoren mit je 4300 kW. Zur Stromversorgung stehen 4 Dieselgeneratoren mit jeweils 2800 kW zur Verfügung. Das entspricht bei Einsatz aller 4 Generatoren 15.228 PS. Als Höchstgeschwindigkeit werden 21 Knoten, also 39 Stundenkilometer, angegeben. Ihre Reichweite unter Motor bei 16 Knoten beträgt satte 5.320 Seemeilen. Am 27. Januar 2017 wurde das Schiff in Betrieb genommen und am 3. Februar 2017 lieferte die Werft Nobis Krug die Yacht offiziell ab, ohne dass der Eigner selbst anwesend war. Nach diversen Streitigkeiten wegen fehlender Zahlungen einigten sich der Eigner und die Werft schließlich und die SYA nahm Kurs auf Cartagena. Platz Nummer 4. Die RC Rigmas. Sie segelte zuerst unter der Flagge des Deutschen Reiches und anschließend unter englischer Flagge mit dem Namen Nice. Ihr Heimathafen war Bremerhaven in Deutschland, bevor er nach Cardiff interniert wurde. Sie lief 1906 vom Stapel. Die RC Rigmas war ein Fünfmaster mit einer Länge von 146 Metern und 16,3 Meter breit. Sie hatte einen Tiefgang von 8,2 Metern. Um die 45 Mann Besatzung benötigte dieses Schiff. Die Segelfläche betrug 6045 Quadratmeter bei 38 bis 40 Segeln. 16 Knoten, also ca. 30 Stundenkilometer, betrug ihre Maximalgeschwindigkeit. Als sie vom Stapel lief, übertraf sie mit ihrer aufnehmbaren Ladung von 5548 Bruttoregistertonnen sogar die Preußen um 467 Bruttoregistertonnen. Sie war die zweite deutsche Fünfmast-Bark und der 5. Rahsegler mit 5 Masten der Welthandelsflotte. Als Hilfsantrieb war sie mit einer Dampfmaschine ausgerüstet. Nach 2 hölzernen Vollschiffen war sie das 3. Schiff, das diesen Namen trug. Später folgten noch 3 weitere Frachtschiffe mit diesem Namen. Nach den Havarien der Preußen unter Thomas W. Lawson war sie bis zum Stapellauf der France das größte Segelschiff der Welt. 1914 wurde sie als Kriegsbeute beschlagnahmt und in Nice umbenannt. Sie wurde für die Rigmas Reismühlen Reederei und Schiffsbau AG auf der hauseigenen Werft in Geestemünde gebaut. Rumpf, Masten und Rahen waren aus Stahl gefertigt. Benannt nach dem Firmengründer Rigmar Claesen Rigmas, sollte sie die auf der Jungfernfahrt verschollene Maria Rigmas ersetzen. Wie alle Rigmas Schiffe war sie in den Farben grün und rot gestrichen und galt als Prestigebau und Antwort auf die beiden Leis Fünfmastschiffe Potosi und Preußen. Wie bereits erwähnt, übertraf sie mit ihren 5548 Bruttoregistertonnen sogar die Preußen, wurde aber aufgrund ihrer Dampfmaschine nie als Deutschlands größtes Segelschiff eingetragen. Einige Seeleute nannten sie genau wegen dieser Maschine und dem riesigen Schornstein hinter den Mittelmasten nicht ein Segelschiff, sondern ein Segeldampfer. Ihre Ladekapazität und damit ihre Wirtschaftlichkeit waren durch den 600 Tonnen Fass in Kohlebunker reduziert. Das große Schiff machte trotzdem Furore, besonders in den USA. Eben durch die Größe benötigte die RC Rigmas eine besonders geschulte Mannschaft, da es nicht alle Kapitäne und Seeleute verstanden, eine 5-Mast-Rahsegler zu führen. Das zeigte sich später im Krieg, da die Briten den internierten Kapitän baten, ihnen die Schiffsführung und die Segelkommandos zu erklären, da man in England keine Erfahrung mit 5-Mast-Rahseglern hatte. Hauptziele waren damals Ostasien, Sibirien, die US-amerikanische Westküste, Australien und Südamerika. Ausreisend beförderte die RC Rigmas meistens Kohle, heimreisend hauptsächlich Reis. Ein besonderes Ereignis war 1912 der Besuch des Zaren Nikolaus II. Wegen des Laderaum verringernden Kohlebunkers, des zusätzlich für die Dampfmaschine benötigten Personals und des anfallenden Kohleverbrauchs war die RC Rigmas bald nicht mehr wirtschaftsfähig. Bei der Umstellung auf Dampf zwischen 1910 und 1913 stieß die Reederei Rigmas alle Großsegler ab. Für die große Bark fand sich kein Käufer, weshalb die Reederei in den Jahren 1913-1914 das Schiff zum Segelschulschiff umbaute. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges lag die RC Rigmas in Cardiff in England, um eine Kohleladung in Empfang zu nehmen und wurde dort von der britischen Admiralität beschlagnahmt.
Unter englischer Flagge segeln wurde die RC Rigmas am 27. März 1917 mit einer Ladung Zucker von Mauritius kommend südöstlich von Irland von einem Unterseeboot der deutschen kaiserlichen Marine versenkt. Platz Nummer 3. Die France 2 segelte, wie der Name schon sagt, unter französischer Flagge. Ihre Jungfernfahrt trat sie am 25. November 1913 an. Ihr Heimathafen war Rouen in Frankreich. Die France 2 war ein Fünfmaster, der 1911 in Auftrag gegeben wurde und 1913 fertiggestellt war. Sie war 146,5 Meter lang und 16,96 Meter breit, bei einem Tiefgang von 11,10 Metern. Auch sie wurde als Frachtsegler gebaut. Bis im Jahre 1919 benötigte die France 2 mit zwei Dieselmotoren maximal 45 Mann Besatzung. Nachdem die Motoren 1919 entfernt wurden, waren 50 Mann Besatzung im Einsatz. Sie hatte eine Segelfläche von 6.350 Quadratmetern bei 38 Segeln. Die Maximalgeschwindigkeit betrug 17,5 Knoten, also 32,4 Stundenkilometern. Sie hatte die größte Ladekapazität aller Zeiten mit 5.633 Bruttoregistertonnen. Zum Vergleich konnte die RC Rigmas 5.548 Bruttoregistertonnen laden. In Rumpflänge und Gesamtgröße war sie nach der Preußen der zweitgrößte kommerzielle Handelssegler, der je gebaut wurde. Ähnlich der Preußen waren auch die Masten der France 2 aus Stahl. Sie war für ihre schöne, mit Holz ausgekleidete Lounge bekannt, in der auch ein Piano stand. Dazu hatte sie 7 Erste-Klasse-Kabinen und eine Bibliothek. Sie wurde 1911 auf den Werften Chantier de Atelier de la Gironde am Ufer der Garonne in Bordeaux nach Plänen des Chefdesigners Gustave Leverne gebaut. Das Schiff war für den Nickelerzhandel bestimmt und fuhr überwiegend die Route Frankreich, Australien, Neukaledonien und USA. Die riesige Bark war mit 2x950 PS Schneider-Dieselmotoren ausgestattet, die 1919 entfernt wurden. Auf einer Heimreise 1922 mit einer Ladung Chromerz aus Pumbat, Neukaledonien, strandete sie in der Nacht des 12. Juli 1922 am Teremba-Riff in der Urai-Bucht, fast 60 Seemeilen nordwestlich von Noumea. Wegen gesunkener Frachtraten weigerte sich ihr Besitzer, einen Schlepper zu bezahlen, um sie freizuschleppen. 1944 bombardierten amerikanische Bomber das Wrack für Zielübungen. 1995 begannen Planungen, Gelder zu sammeln, um die France 2 nachzubauen, dies aber mit wenig Erfolg. Die Golden Horizon, die 2021 ihre Jungfernfahrt antritt, ist auf der Basis der France 2 gebaut worden. Platz Nummer 2. Die Preußen. Sie segelte unter der Flagge des Deutschen Reiches. In Dienststellung war im Jahre 1902. Der Heimathafen war Hamburg in Deutschland. Die Preußen war ein Fünfmaster, der 1902 vom Stapel lief. Sie war 147 Meter lang und 16,34 Meter breit, bei einem Tiefgang von 8,26 Metern. Als Frachtsegler gebaut, betrugen die Baukosten bis zum Stapellauf 900.000 Mark. Mit 46 Mann Besatzung hatte sie eine Segelfläche von 6.806 Quadratmetern bei 47 Segeln. 20,5 Knoten, also ca. 38 Stundenkilometer, betrug ihre Maximalgeschwindigkeit. Sie konnte bis zu 8000 Tonnen Fracht aufnehmen. Die Preußen war das größte und schnellste Schiff der Flying P-Linie der Reederei Leis. Wegen ihrer ausgezeichneten Segeleigenschaften war sie problemlos zu manövrieren, auch wenn bei Windstärke 8 zwei bis vier Mann das 2 Meter hohe Doppelruderrad halten mussten. Selbst bei Windstärke 9 konnte sie noch wenden. Die Höhe des höchsten Mastes betrug satte 68 Meter. Das Großrahsegel hatte eine Länge von 32 Metern. Zum Vergleich, die Stahlrad hat eine Gesamtlänge von 38,5 Metern. Zu ihrer Zeit hielten britische Seeleute sie für den schnellsten Segler der Welt. Die Rekordreise nach Iquique in Chile in nur 57 Tagen im Jahre 1903 war Beweis genug und wurde nie von einem anderen Segler übertroffen. Vom 11. Juli bis zum 6. August 1908 legte sie in 27 Tagen 6.944 Seemeilen zurück. Das entspricht 12.860 Kilometern. Im Durchschnitt fuhr sie also mit 10,72 Knoten, was 19,7 km/h die Stunde entspricht. Überwiegend fuhr sie Chile an. Die für ihre schnellen Fahrten berühmte englische Cutty Sark transportierte damals 1.700 Tonnen mit 35 Mann. Die Preußen dagegen 7.874 Tonnen mit 45 bis 49 Mann, also das 4,5-fache der Cutty Sark mit nur 10 Mann mehr Besatzung.
Am 6. November 1910 kollidierte die Preußen im Ärmelkanal mit dem britischen Dampfer Brighton, der vorschriftswidrig vor dem Bug des Schiffes kreuzte. Als man sie mit 3 Schleppern in den Hafen von Dover bringen wollte, brachen die Tossen wegen aufkommenden Sturms und die Preußen strandete nach dem vergeblichen Versuch der Besatzung, sie selbstständig freizusegeln, auf den Klippen vor dem rettenden Hafen. Es gelang nicht einmal mit 12 Schleppern das Vollschiff zu befreien. Die wertvolle Ladung, unter anderem Klaviere, wurde geborgen und noch ein Jahr später hoffte man, die Preußen retten zu können. Vergebens, das Wrack verfiel mit der Zeit und die Reederei Leis verlor im Laufe der Jahre noch die 2 großen Segelschiffe Pangani und Pyglory im Ärmelkanal durch Kollision mit Dampfschiffen. Umgekehrt sanken 2 Dampfschiffe durch Kollision mit den Segelschiffen Pisagua und Passat. In allen Fällen kreuzten die Dampfschiffe vorschriftswidrig vor dem Segler oder wichen falsch aus. Die Golden Horizon wurde nach dem Vorbild der Preußen und der France 2 gebaut. Bis zum Bau dieses Luxusschiffes war die Preußen das einzige je gebaute 5-Mast-Vollschiff und erreichte mit 30 Rahsegeln auch das Maximum in der Anzahl der Segel. Last but not least die Nummer 1, die Golden Horizon. Die vorher den Namen Flying Clipper trug, wird unter kroatischer Flagge segeln. In Dienststellung ist im Jahre 2021. Ihr Heimathafen ist Split in Kroatien. Das Schiff ist ein 5-Master, der 2017 seinen Stapellauf hatte. Geplant ist ihre Jungfernfahrt im November 2021 in der Karibik. Das Schiff ist 162,11 Meter lang und 18,29 Meter breit. Es hat eine Seitenhöhe von 12,4 Metern und einen Tiefgang von maximal 6,4 Metern. Die normale Besatzung beträgt 139 Mann. Dazu kann die Golden Horizon noch 272 Gäste aufnehmen. Sie hat eine Segelfläche von 6.347 Quadratmetern bei 36 Segeln. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 16 Knoten unter Motor und 20 Knoten unter Segeln, was 37 Stundenkilometern entspricht. Ihre Tragfähigkeit beträgt zusätzlich 2.120 Tonnen. Obwohl das Schiff noch nicht auf den Weltmeeren gesegelt ist, ergaben sich ihre 2 Namen aus Disputen mit der Bauwerft Brodo Split in Kroatien. Als Flying Clipper sollte sie für die Reederei Star Clippers fahren. Anschließend übernahm der Charterer Startup Tradewind Voyages den Einsatz des Schiffes. Die Golden Horizon ist als Luxuspassagierschiff konzipiert worden. Die einen sagen, sie basiert auf dem berühmten Vorbild der France 2, andere sagen, sie wurde der Preußen nachempfunden. Wie auch immer, die Golden Horizon übertrifft beide Schiffe deutlich an Länge. Sie ist, gemessen am umbauten Raum, der größte Rahsegler, der je gebaut worden ist. Das Schiff bietet sämtlichen Komfort eines modernen Kreuzfahrtschiffes, inklusive mehrerer Schwimmbäder, Restaurants und Bars, Saunen und einer eigenen Marina mit Wassersportgeräten. Mit den 2 Elektromotoren soll sie eine Reichweite von 2000 Seemeilen haben. Das Schiff soll Reisen rund um den Globus anbieten und die klassischen Segelrouten auf den Weltmeeren befahren. So Leute, das waren die 10 größten Segelschiffe und ihre Geschichten dazu. Natürlich gibt es noch viele imposante Schiffe und noch spannendere Geschichten, aber die erzählen wir euch in anderen Videos. Wir haben ganz bewusst die Geschichte eines jeden Schiffes erzählt, aber auch auf zu detailreiche Ausschmückungen und fachmännische Wortgewalten verzichtet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, euch etwas fehlt oder ihr euch ein Video über ein bestimmtes Thema wünscht, dann schreibt es uns in die Kommentare. Zurzeit sind wir selber mit 28 Mann auf den Weltmeeren unterwegs. Wenn euch das interessiert, schaut euch mal unsere Vlogs an. Die findet ihr oben in der Infobox und in der Videobeschreibung. Auf bald und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ciao, ciao!